Ich hatte es ja schon bereits angekündigt, heute Bankdrücken Nummer 4 hier in meinem Kellergym in Erfurt. Leute, ich grüße euch und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ja, Leute, ich werde mit sehr vielen Wiederholungen heute trainieren und der Plan ist auch wieder sehr umfangreich. Wer es ja die ganze Zeit mitverfolgt hat, Bankdrücken Nummer 4 ist sehr, sehr vielseitig und auch mit vielen Wiederholungen betitelt. Na gut, egal. Gut, Leute, ich habe jetzt schon das Warm-up durch und ich wünsche euch wieder viel Spaß beim Zuschauen meines neuen Videos. Im Anschluss daran gibt es wieder mal etwas über die Ernährung. Heute habe ich eingekauft und da könnt ihr mal sehen, was ich alles wieder aus dem Supermarkt rausgeholt habe. Gut, Leute, wie gesagt, ich gehe jetzt auf die Bank ran und wünsche euch viel Spaß. Bis dann. Wie ihr hier sehen könnt, sehr viel Volumen, aber mit noch etwas niedrigerem Gewicht. Ich habe also mit engen Bankdrücken angefangen und das war heute gar nicht so leicht gewesen, aus einem einfachen Grund. Ich habe sehr viel über Kopf gearbeitet und da hat sich doch einiges schon in den Trizeps, in den Schultern und natürlich auch mein Schultergelenk an Kraftverlust eingebaut. Und das habe ich natürlich auch gemerkt beim Bankdrücken mit dem Affengriff, dass da schon einiges sehr stark vorbelastet war. Aber ich konnte es wegkompensieren durch das niedrige Gewicht. Beim Gorilla-Hanteldrücken war die Spannung auch etwas kritisch gewesen, deswegen auch nur so wenig an Belastung dran gesetzt. Allerdings muss ich sagen, kam die Power wieder beim Military Press. Da habe ich aber nicht mehr weiter gesteigert an Gewicht, weil das war dann doch etwas zu viel gewesen für den Neuanfang. Allerdings konnte ich dann am Zugturm, den ich ja repariert hatte, wieder etwas Vollgas geben und das war dann, denke ich mal, auch der Höhepunkt gewesen. Nummer 4 ist vorbei, habe alles jetzt hinter mir gelassen und war heute richtig gut gewesen, mal wieder ein ordentliches Programm durchzuziehen. Ja, ich habe noch die Woche meinen Zugturm etwas verbessert, weil dauernd das Seil über die Rolle geschnippt ist und dann hat es immer geklemmt beim Trizepszug. Ja, das hat jetzt heute wunderbar funktioniert und ich werde jetzt ins Wochenende gehen. Vorher zeige ich euch ja noch, was ich aus dem Supermarkt geholt habe, was ich ja am Anfang des Videos erzählt hatte und ich werde nichts machen am Wochenende. Einfach mal nichts. Das ist sogar mehr wert, als wenn ich noch einmal irgendwas trainieren würde. Denn nächste Woche viermal wieder Training im Kellergym und da braucht der Körper genügend Power und die bekomme ich nur, wenn ich Erholung hatte. Also nichts mache. Gut, was gibt es sonst noch zu sagen? Freunde, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Trainiert fleißig, erholt euch und wir sehen uns dann nächste Woche wieder zur neuen Sportstunde hier im Kellergym bei Uwe in Erfurt. Ich war vor dem Training noch einkaufen. Ich zeige euch hier, was ich alles rausgeholt habe aus dem Supermarkt. Obst- und Gemüsesäfte, 100%. Und dann kam der große Griff zu den Würstchen. Die sind manchmal auch gar nicht so verkehrt. Ihr seht, 15 Gramm Eiweiß, 25 Gramm Fett. Auch das ist alles berechtigt, sage ich gleich vorneweg. Geflügelaufschnitt, da ist nun wieder der Blick aufs Etikett sehr interessant. 20 Gramm Eiweiß und nur 2 Gramm Fett, also es gleicht sich immer wieder bei der Ernährung mit dem Fett und mit dem Eiweiß aus bei mir. Beim nächsten Produkt ist das gleiche, 22 Gramm Eiweiß und nur 3 Gramm Fett. Und auch hier wieder bei diesem Produkt, dann hat man ja 21 Gramm Eiweiß und ebenfalls nur 2 Gramm Fett. Solche Wurstwaren esse ich halt immer, wenn ich zum Blutspenden gehe, den Tag zuvor. Denn dann habe ich genügend Eiweiß und sehr wenig Fett im Blut. Und das brauchen die nämlich auch. Also wird
immer beim Einkauf darauf geachtet, wie viel Fett und Eiweiß in den jeweiligen Aufschnittsorten sind. Brot gehört natürlich auch dazu. Dieses Malzbrot esse ich sehr gerne. Ihr seht 10 Gramm Eiweiß und 43 Gramm Kohlenhydrate. Das gleicht sich natürlich wieder aus. Heute habe ich auch mal dieses Dinkel-Toastbrot gekauft. Mal sehen, wie es schmeckt. Die Nährwerttabelle ist auch sehr interessant. Und im nächsten Video werde ich mal davon berichten.